Rotkäppchen. Eines Tages sagte die Mutter von Rotkäppchen zu Rotkäppchen: Rotkäppchen, bring deiner Großmutter etwas Wein und Brot nach Hause. Rotkäppchen begann den Befehl sofort und ging in den Wald. Plötzlich, wo sie auf dem Weg war, kam der Wolf. Der Wolf hat sie gefragt: Rotkäppchen, wohin geht's denn? Da sagte Rotkäppchen: Ich gehe zu meiner Großmutter, was willst du denn von mir? Da rann der Wolf so schnell wie er konnte weg. Mach weiter. Er rann zu der Großmutter ins Haus. Er fraß die Großmutter in zwei Hapsen. Und dann hat er sich getarnt, als wäre er die Großmutter. Er hat ihren Hut, ihre Sonnenbrille und ihr Kuscheltier genommen und sich natürlich zugedeckt. Dann kam Rotkäppchen, fragte: Großmutter, warum hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Großmutter, warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Großmutter, warum hast du so eine große Nase? Damit ich dich besser riechen kann. Großmutter, warum hast du so einen riesigen Mund mit so vielen Zähnen drin? Damit ich dich besser fressen kann. Der Wolf ist auf Rotkäppchen gesprungen und hat sie wie die Großmutter in zwei Schlingen gefressen. Da ging der Wolf raus und wollte gerade sich die Mutter holen, um sie auch zu verspeisen, damit er endlich ein ordentliches Armbrot wieder hatte. Doch dann kam der Jäger und erschoss ihn. Dann lag er so da, regungslos. Der Jäger hat den Bauch aufgeschnitten und hat die Großmutter und Rotkäppchen gerettet. Das war ein Erlebnis. Dann haben wir erstmal noch schön den bösen, großen Wolf in einen Brunnen geschmissen und haben dann ein ganz tolles Picknick gehabt. Je suis heureux, je suis heureux, je suis vraiment heureux. Il est heureux, je suis heureux avec lui. Alles gut.